Marie Naro! Ja, stundenlang könnte ich hier klagen, doch was soll man jetzt noch sagen? Jedem ist doch selber klar, letztes Jahr war Corona. Jetzt hab ich gelernt in einem Fort, jeden Tag ein neues Wort. War früher schlimm Inkontinenz, dreht heute sich's um Inzidenz. Um Drosten und den R-Faktor, nix ist mehr wie je zuvor. 3 Monate zu, 5 Monate offen, dann wieder zu, man kann nur hoffen. Nur bei Joachim läuft es rund, bei dem sind immer alle gesund. Bei der Bernet-Schule sieht man, was so geht, die Container kamen spät. Von außen ganz schön anzusehen, kamen die gerade recht, um leer zu stehen. Nur beim Joachim steht nichts leer, der macht weiter wie vorher. 200 Jahre Majolika, richtig gehört, so alt ist die, bloß richtig gefeiert, Handy nie. Sogar der Kohlmann hat was geschrieben, aber das Fest ist ausgeblieben. Jetzt wollt auf Michas Kosten ich was trinke, durft Corona-mäßig dann nur winke. Zwecks Covid-19 war's verboten, Joachim hat Yoga angeboten. Der Peter wollt wieder meinen Ausverkauf, Werbung dafür gab's zuhauf. Hat auch nicht dürfen, alles zu, jeder betroffen, nur Joachim, der hat offen. Peter hat's nochmal probiert, hat für den Herbst dann annonciert und ist wieder abgeschmiert. Doch der Peter gibt nicht auf, macht im Frühjahr nochmal auf, sagt er uns wann. Ja, dann weiß man auf der Stelle den Starttermin der 3. Welle. Nur dem Joachim wär's egal, der macht halt weiter wie normal. Im Sommer war's in Städtle toll, da war's mal wieder richtig voll. Auf jedem Stuhl wird Kaffee gesoffen, jeden Meter hast eintroffen. Dann kam der Herbst, es war wieder Ruhe, jetzt hat alles wieder zu. Wie, wann, was, musst nicht verstehen, darfst nur nie zu die Kleine gehen. Weil Müller Seife mitverkauft, hat als Drogerie er auf. Oben kannst du Spielzeug kaufen, besser wie zur Stadt auslaufen. Weil der Storz als Poststelle darf er offen haben, schließen muss er jedoch den Spielzeugladen. Das wird halt mal so ganz verwegen Seife zu den Barbies legen. Nur Joachim muss nicht schwitzen. Bei dem darfst du auch in Sauna sitzen. Jetzt kommt der Frühling immerhin. Wir warten auf den Impftermin. Mehr Sonne heißt, die Zahlen sinken. Wir können wieder Kaffee trinken. Die Impfung ist im Herbst vollbracht und damit dann der Weg frei gemacht. Nächstes Jahr wird's Fasnet geben. Gefeiert wird dann wie nie im Leben. Nur vor Joachim ist schon gelaufen, weil der hat an der Fasnet offen. Ich grüße dann bis nächstes Jahr, Nari Naro!